Der Bandname Totena ist eigentlich gar nicht der Bandname, sondern einfach ganz banal, plump, mein Name. Und zwar heisse ich Tiffany Athena, bin ich getauft worden, und To ist ein Spitzname von mir. Darum To Athena. Also keine Huldigung an die Göttin oder so. Meine Band ist ein grosser Haufen von Leuten. Wir sind das 9. insgesamt. Früher waren wir sogar noch das 15. gewesen, dann mal das 12. Es ist nicht die beste Idee, vor allem als Newcomerin nicht. Und jetzt haben wir uns abgebrochen auf 9 Leute. Und das ist eigentlich einfach eine normale Popband-Besetzung mit Schlagzeug, Keyboard, Bass und dann natürlich Streicher und Harfe. Das ist so die Kombination zwischen Klassik und Pop. Ich komme aus einer Gigenbauer-Familie. Ich selber bin nicht Gigenbauerin. Ich bin höchstens in den engen Monaten ein bisschen am Gigen putzen, um aushelfen. Aber mein Grossvater war Gigenbauer und mein Vater und meine Mutter sind auch Gigenbauerinnen. Klassische Instrumente einfach sind recht allgegenwärtig. Und irgendwie hat sich dann so ergeben, dass ich das mischen mit Pop. Irgendeine Stücks grundsätzlich, wenn ich Schweizerdeutsch schreibe, sind das mehr die düsteren Themen, die wir hier irgendwie nach Verarbeitung schreien. Darum sind die meisten Songs eigentlich auch eher viel ruhiger und irgendwie, ja, ein bisschen echter vielleicht als die englischen Songs. Ich habe mir jetzt gesagt, solange irgendwie beides natürlich aus mir rauskommt, lohne ich das auch und will mich nicht in eine Richtung weiterentwickeln und in die andere nicht. Sondern ich will eigentlich wie nicht, eher nicht in Genres denken, sondern wie schauen, hey, was kommt raus und wie tönt das und kann man es überhaupt in eine Genre schrecken? Und das kann auch bei jedem Song dann wieder anders sein. Darum fahre ich da jetzt einfach mal zweigleisig weiter. Irgendein ist heilig, das Zeug, sie haben es gesagt, um mehr ein Krämeli gab. Und amix glaube ich, das liegt nur an mir, wie das größte Geheimnis tut immer. Ich produziere eigentlich alle Songs zusammen mit dem Linus Gmür. Und er ist in der Band jetzt auch neu, er ist Bassist in der Band. Und mit ihm habe ich auch schon das erste Album gemacht und es war mega ein Match gewesen. Und darum haben wir gesagt, hey, das machen wir weiter. Texte schreibe ich alle selber und Songs auch. Also ich mache eigentlich wie immer das Grundgerüst, Melodie, Text, Akkord. Und dann mache ich wie, nehme ich ein kleines Demo auf mit allen Sachen, die ich schon mal weiss. Ah, ich will dort unbedingt zum Beispiel Streicher-Pizzicato haben. Best Case ist natürlich, dass dir die Idee zufliegt und dich die Muse küsst und du hinhockst und dann den Song schreibst und dann ist er fertig. Das gibt es aber mega selten. Angst war lustigerweise so ein Song, der hat einfach raus müssen. Und der ist dann auch so geblieben. Aber mega oft sind wie so
Ideen, die du hast, und dann nimmst du sie vielleicht irgendwo, wo du gerade bist, am Laufen voraus, nimmst das Handy für, nimmst eine Melodie auf oder irgendwie einen Spruch, der dir in den Sinn kommt, und du eigentlich so ein bisschen mit dir jammen und die Ideen auf die Seite legen und dann vielleicht in einem ruhigen Moment mal schauen, hey, könnte ich aus dem Song machen? Ah ja, das ist das Thema. Und dann so ein bisschen, ja, mit sich selber jammen und herausfinden, was der Song sein könnte. Sweet regret in the air we breathe. Drowned in fears of a million matches. Das Swiss Music Award war komplett eine Überraschung. Da hatte ich wirklich nicht damit gerechnet. Und die Nominierung schon sehr, sehr grosse Ehre war, weil es ist der Artist Award, der von Künstlerinnen und Künstlern via Sonar vergeben wird. Und nur schon, dass ich dort unter die drei Finalistinnen gekommen bin, fand ich mega cool gefunden. Und es war eine riesige Ehre und darum dann natürlich noch die grössere Ehre, die ich dann den Klotz bekommen habe. Angst. Vor allem habe ich Angst, dass etwas bricht, das nie mich lebt. Nimm mit Schnelle, nimm mit Zeit. Vor allem habe ich Angst. Mein grösster Traum musikalisch, ich glaube, eigentlich einfach so weitermachen wie jetzt, können Ideen umsetzen. Und was natürlich mega schön wäre, ist, Leute können so zahlen, dass sie auch wirklich etwas daran verdienen und nicht nur aus Goodwill dabei sind oder weil es Freunde sind und Spass macht, sondern wirklich auch verstehen, dass irgendwie Kunst ja, finanzielle Ressourcen braucht. Mein Traum wäre eigentlich so weiterzumachen, aber irgendwann alle richtig können entlöhnen, das wäre schon noch cool. Vor allem habe ich Angst, dass ich mich wirklich nie mehr finde. Und wenn ich da bin, bin ich blind. Aber vor allem habe ich Angst.